Moin, ihr Bagaduten, und herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen hier mal zwischendurch. Es ist ein bisschen pixelig, wie ihr sehen könnt. Ein sehr gutes Spiel. Das sind die Entwickler. Und das Spiel ist sehr gut. Ihr müsst mal gucken. Also ich glaube, ich habe eben gerade einmal ganz kurz eine Minute was gemacht, um das hier einzustellen. Und das Spiel heißt Unlicensed Players, Shut Up and Slam Jam, Karate Basketball, One Court, Two Sports, No Fouls. Und ich empfinde das immer noch wirklich als sehr laut. Und vor allen Dingen, ihr hört ja diesen supergeilen Soundtrack. Das ist der Burner, das ist der absolute Burner. Also es ist wohl ein bisschen orientiert an NBA Jam TE, damals für den Super Nintendo, was halt sehr witzig war, und irgendwelchen Karate-Spielen. Also man haucht sich auf die Schnauze beim Karate, beim Basketballspielen. Es ist unter Umständen kostenlos und unter Umständen nicht. Den Link dafür unten schmeiße ich euch wieder rein. Es ist ein Name Your Price Spiel. Also du kannst selber sagen, was du dafür bezahlen möchtest. Du kannst auch sagen, nö, take me to the download. Dann kannst du es einfach so runterladen. Ich würde aber tatsächlich empfehlen, solchen Entwicklern ein bisschen zu helfen und da vielleicht zumindest so ein Euro oder zwei mal reinzuschmeißen, wenn man dann ein cooles Spiel hat. Man kann das natürlich auch machen, man lädt sich das runter, kostenlos, man spielt das und dann sagt, okay, das finde ich geil, ich möchte es mir nochmal runterladen, aber für 2-3 Euro oder sowas, ne? So, in einem Rec Center, irgendwo in Amerika. Hallo, unlizenzierter Player. Es tut mir leid, aber wir haben hier irgendwie auf jeden Fall für unser Charity-Basketball-Event eine Doppelbuchung. Oh nein, aber meine Freunde haben extra die Zeit hier rausgenommen, um sich nicht um die Kinder, nee, um sich für die Kinder was auszudenken. Ja, aber hunderte Leute sind bislang schon da für unsere Karate-Demonstration. Mrs. Lady. Mrs. Lady, ich denke nicht, dass wir hier immer noch ein Problem haben. Ihr alle solltet wissen, wie sehr ich Karate liebe. So, hier einmal ausmachen. Und ich möchte gerne die King, möchte ich die King Cobras oder die Cobra Kings spielen? Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Das ist ja so verschieden und alles. Von der Steuerung, okay. Ich, wenn ich das richtig mitbekommen habe, gerade schon in dieser einen Minute, dann wird das gleich ganz schön schnell abgehen. Also wenn ich meine Moderation irgendwie sitzen lasse, dann seht mir das nach. Genießt das Spiel. So, what exactly is this? Is it karate? Is it basketball? The term I've heard is karate basketball. That is ridiculous. Maybe. So. Wow, okay, das haben wir schon. Ich hab jetzt irgendwie gedrückt und es... Nein, hau mir auf die Schnauze! Gib her! Dank! Sehr geil! Was ist hier denn passiert? Nein! Verreck! Junge! Also, das Ziel ist hier... Sag mal! Hau ihn rein, Junge! Was machst du denn? Oh, ich kann sogar werfen. Okay, ich kann werfen. Du Kacke bist, oder was? So, du holst den Ball, ich halt die Leute hier auf. Oh! Marin! Was machst du denn? Ah, danke! Sehr gut. Komm, hol das Seil! Nein! Ja, sehr gut. Lol. So, gib ab! Und jetzt mach was! Hau ihn! Junge! Ach, es geht halt einfach darum, sich. Das ist scheißegal. Man kann. Junge! Pass mir den doch nicht, wenn ich hier dabei bin! Es geht halt einfach dabei darum, sich auf die Schnauze zu hauen und Basketball zu spielen irgendwie. Zumindest den Ball da reinzubekommen. Es geht in erster Linie nur aufs Maul hauen. Und ich bin richtig ausgeschaltet. Hallo, steh auf! Du auch, Junge, kriegst auch gleich wieder was. Nein. Nein! Verreckt doch alle! Ihr könnt mich mal! Scheiße! Gib her! Nein! Jump! Nice! Nein, 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 nein! Mach was! Ich lieg flach!
Ich würde gerne switchen. Ja! Nein, aber wir haben trotzdem gewonnen. Wunderschön. 22 zu 3 ist doch, denke ich mal, ganz cool. Dann sind die Cobra Kings, sind wir immer noch. Okay. Und so funktioniert das Spiel im Prinzip. Man haut sich mit einem Knopf aufs Maul, mit dem anderen kann man sich auch irgendwie so wegrollen und so. Schaden irgendwie. Oh. Sag mal. Hä? Yay! Nein! Da, gib ab, los, komm, mach was! Achso, der war schon drin. Nice! Gib her! Nein! Was machst du denn? Hau auf da! Wie frech ihr seid! Und ich lieg schon wieder! Hallo, ich soll den Ball bekommen! So! Ihr Spacken, ich glaub's nicht! Oh, was soll ich hier denn noch machen? Und ich lieg schon wieder. Kacke, wo kommen die Waffen her? Ja, genau. Dunking. Warum hat er nicht... Nein. Was machst du? Sag mal. Ob du Kacke bist. Wow, nice. Aber das war ein guter Wurf, aber ich liege. Tu was! Gib her! Alter! Hilfe! Junge, ey! So, komm, mach was! Ja, jetzt liegen wir hier beide bekackt, oder was? Das gibt's doch nicht. Wir haben gerade voll krass gewonnen und jetzt fangen die mit so einer Kacke an. Sag mal, hau dem doch mal ins Gesicht da. Wozu hast du Karate gelernt, Junge? Oh, das ist meiner. Und? Ja, schade, das wäre nochmal gut gewesen. Da hätten wir nochmal... So läuft dieses Spiel. Es tut mir leid, wenn meine Moderation da irgendwie flöten ging. Aber man kann das mit bis zu 4 Leuten gleichzeitig spielen. Zwar an einem Gerät, glaube ich, also Internet hat es nicht, aber das ist, glaube ich, echt ein witziges, geiles Partyspiel. Ich glaube, das ist echt cool. Link ist unten in der Videobeschreibung. Guckt einfach mal rein. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Morgen kommt die Wiederholung von dem, also morgen am Samstag, kommt die Wiederholung von dem kurzen Stream, die läuft hier. Aber morgen Abend um 19 Uhr ist tatsächlich auch wieder der Nachholstream dafür. Und da habe ich eine ganz, ganz dicke Überraschung mit vorbereitet. Denn dort wird tatsächlich noch jemand dabei sein. Also dementsprechend, ich kann nur empfehlen, guckt da mal rein und alles Mögliche. Und das findet ihr quasi auf www.twitch.tv/Knoop. Link steht ebenfalls unten drin. Und ja, dann gucken wir einfach mal. Vielen lieben Dank, wunderschönes Wochenende. Hoffentlich bis morgen und winke, winke, ciao und tschüss. Bow to the karate master, don't disrespect, you won't have the last word. I'm gonna duck and kick you in the junk.